Sind, finde ich, alle immer auf der Suche nach den perfekten In-Ear-Kopfhörern? Heute werdet ihr erfahren, welche euer Geld wert sind und welche nicht. Und damit herzlich willkommen zum Review der Apple Earpods, die nicht mal In-Ear-Kopfhörer sind, den Extreme Explosives und auch den Klipsch S4. Was die drei so können, erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Anfangen möchte ich mit dem Design, da Kopfhörer ja auch immer so eine Art Modestatement sind. Die Apple Earpods sind auf jeden Fall sehr auffällig und auch futuristisch. Mir gefällt die Form gut und auch die Farbe, so ganz in weiß, kann sich natürlich immer wieder sehen lassen. Sie sind zwar keine In-Ears, kommen ihnen aber in der Form sehr nahe. Als Besonderheit sollte man die kleine Fernbedienung erwähnen, mit der man am iPhone die Lautstärke regeln kann, Lieder pausieren, vorspulen und auch zurückspringen kann. Praktisch ist das eingebaute Mikro natürlich, um zu telefonieren. Der Stecker ist nicht vergoldet wie bei den anderen zwei Modellen. Und damit kommen wir auch schon zu den Extreme Explosives. Die sehen vom Farbschema ein bisschen aus wie Beats und sind insgesamt sehr groß. Das hat einen guten Grund und wirkt sich auch positiv auf den Klang aus. Die Ohrstücke an sich sind vom Design, finde ich, sehr cool und können sich auf jeden Fall sehen lassen. Mir gefällt's. Das Design der Klipsch S4 ist hingegen das langweiligste der drei und beschränkt sich auf die Farben Schwarz und Silber. Die Ohrstücke sind sehr klein und weisen den Schriftzug Klipsch auf. Insgesamt eine sehr unspannende Sache. Mehr gibt's hier eigentlich auch gar nicht zu sagen. Kommen wir nun zu einem der wichtigeren Punkte, und zwar dem Tragekomfort. Die Earpods sind das Ergebnis aus 300 eingescannten Ohren laut Apple und dementsprechend sollten sie jedem einigermaßen passen. Ich kenne viele Leute, die sie lieben, und ich persönlich habe das Problem, dass sie bei mir nicht wirklich fest sitzen. Ist halt auch ziemlich schwer, wie Jonathan Ive, der Designer von Apple, sagte. Man kann schlecht ein paar Schuhe designen, das an jeden Fuß passt, und genauso ist das auch mit Kopfhörern. Die Extreme Explosives sind das genaue Gegenteil. Sie sitzen super fest und sind die bequemsten In-Ears, die ich je hatte. Zusätzlich dichten sie einfach super gut ab und man kann sie somit stundenlang aufhaben, ohne zu merken, dass man sie überhaupt aufhat, und so sollte das ja sein. Bei den Klipsch S4 sind entweder die Ohrstücke zu klein oder mein Gehörgang zu groß. Sie saßen insgesamt sehr locker, aber das kann bei euch ja ganz anders aussehen. Doch kommen wir nun zum eigentlich wichtigsten, dem Klang. Die Earpods sind Allrounder. Sie haben ein großes Klangvolumen und der Bass ist auch kraftvoll, wenn auch nicht ganz so kraftvoll wie bei typischen In-Ears. Die Mitten sind zwar vorhanden, aber der räumliche Klang leidet darunter. Die Außengeräusche sind nicht so super abgeschirmt, einfach weil es keine In-Ears sind. Die Kritikpunkte sind insgesamt sehr subjektiv und ich denke, diese Kopfhörer sind für jeden okay, aber für niemanden perfekt. Bei den Extreme Explosives ist das Bild durchwachsener. Sie haben einen super räumlichen Klang, neigen dazu allerdings bei hoher Lautstärke sehr schrill zu werden, was unangenehm sein kann, dennoch sind sie extrem detailreich. Bei dem Bass geht euch definitiv einer ab. Das klingt jetzt doof, allerdings ist es so ein Boom und ihr dann so wow, und das ist halt einfach toll. So macht Musik hören Spaß, finde ich, und das bin ich so von In-Ear-Kopfhörern überhaupt nicht gewohnt. Die Außengeräusche sind perfekt isoliert, man hört eigentlich gar nichts mehr. Am meisten Sorgen machen mir allerdings die Klipsch S4. Der Bass ist so gut wie gar nicht da. Dennoch sind sie klarer als klar. Die klingen daher oft etwas metallisch, aber sowas nennt man wohl ehrlichen Klang. Ich persönlich war ziemlich enttäuscht, da ich sehr große Erwartungen an die anscheinend weltbesten Kopfhörer hatte. Der räumliche Klang ist zwar super, aber für Haus- und insgesamt basslastige Musik ist das überhaupt nichts. Zuletzt sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass jeder Kopfhörer eine Transportbox hat und auch auswechselbare Ohrstücke, außer natürlich bei den Earpods, weil die sind ja keine In-Ear-Kopfhörer. Welche Kopfhörer empfehle ich also? Nun, bei Pop und so Mainstream-Radiomusik, die Earpods, die gehen auch noch mit basslastiger Musik ganz gut um. Der aktuelle Preis ist in der Videobeschreibung, aber das Ganze liegt rund bei 20 Euro. Die Extreme Explosives sind meine absoluten Favoriten, weil sie super aussehen, super, super bequem sind und auch noch den besten Bass haben, den man bei In-Ear-Kopfhörern so finden kann. Gerade bei Hausmusik sind sie einfach optimal, weil da ja einfach sehr viel Bass ist. Auch hier sind Amazon-Links in der Videobeschreibung, aber hier kann ich euch den groben Preis sagen, der liegt nämlich bei 20 Euro. Die Klipsch sind wohl für Leute, die ehrlichen Klang wollen und nicht unbedingt auf Bass aus sind. Bei klassischer Musik sind sie bestimmt super und wer viel Podcast guckt und gerade gar keine Musik hört, sondern viel mehr Text hört, für den sind sie wahrscheinlich klasse und er wird sie auch mögen. Sie sind die teuersten der drei mit ca. 50 Euro und ich habe mir sagen lassen, dass sie die beste Preis-Leistung haben, allerdings war ich mit der Leistung nicht so zufrieden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls es so war, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Welche In-Ear-Kopfhörer sind eurer Meinung nach die besten oder welche nutzt ihr einfach aus voller Überzeugung? Schreibt mir das mal in die Comments, würde mich echt mal interessieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.